Hallo und moin moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute haben wir einen Gast, den ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Wir haben uns lange nicht gesehen, haben uns sehr gefreut. Freue mich trotzdem, dass er heute da ist. Willi Holdorf. Willi. Hallo Gerd. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Bist du immer noch viel unterwegs? Es wird weniger, Gott sei Dank. Wird weniger. Willi, du hattest am 17. Geburtstag. Und 1940, das ist ja eigentlich lange her. Da bist du ja gar nicht mehr ganz so jung, ne? Leider. Ja, aber du siehst ja immer noch jung aus. Nur weil ich früher schon so alt ausgesehen habe, dann verändert man sich nicht. Achso, dann bleibt man so. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Willi, geboren in der Blomischen Wildnis. Habe ich immer gedacht, jetzt war ja Afrika oder was? Das hört sich ja sehr abenteuerlich an. Erzählst du mal so, wo das ist? Ja, das ist bei Glückstadt. Das war früher von der Elbe unter Wasser. Und dadurch war das Wildnis. Es gibt auch noch eine Engelbrechtsche Wildnis, die ist daneben. Dann ist es hinterher eingedeicht worden. Und dann ist es urbar gemacht worden. Der Bauernhof, der da war, war früher auf einer Warft, wie das jetzt noch in Eiderstedt oder so, wie man das noch sehen kann. Und dann ist der Name geblieben. Das gehörte einer Gräfin Blome, und deshalb heißt es Blomische Wildnis. Aber war das eine kleine Sache dann? Keine Stadt oder kein Dorf? Oder? Nein, das ist landmäßig ist es groß, ja, aber ja, ja. Hat nicht so viele Einwohner. Ach so, okay. Dann bist du ja bei ziemlich wenigen Menschen groß geworden, ne? Ja, auf einer kleine Ketnerei, so ein kleiner Bauernhof. Ah. 1940, das war mitten im Krieg. Kannst du dich noch so dran erinnern? Oder war das Kriegsgeschehen ja eigentlich bei euch nicht so zu merken? Ja, ne? Doch, wir hatten ja eine Kaserne da und dann wurde da auch mal Fliegeralarm gegeben. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir irgendwo auf dem Feld waren und uns dann flachlegen mussten, weil Fliegeralarm war. Aber ist natürlich, da war ich natürlich sehr klein noch. Ja, ja. Ich kann mich da auch kaum noch daran erinnern. Aber ich weiß nur, dieses fürchterliche Sirenengeräusch, daran kann ich mich noch gut erinnern. Aber das ist alles, Gott sei Dank, alles lange her. Ja. In der Zeit deines Wachstums zum großen Jungen, hattest du schon Ambitionen zum Sport? Ja, ich habe ganz früh Fußball gespielt bei Fortuna Glückstadt. Ja. Und nachher bei MTV Herzhorn im Handballtor gestanden. Und bin eigentlich durch Zufall zur Leichtathletik gekommen. Ja, der Weg vom Fußball zur Leichtathletik ist ja eigentlich ein sehr ungewöhnlicher, ne? Ja, sicher. Es wäre vielleicht besser gewesen, ich wäre Fußballer geblieben und hätte mehr Geld verdient. Ja, das ist richtig. Ja, aber zu der Zeit ja auch noch nicht, ne? Nein. Das, in welchem Verein warst du zuerst? Kannst du dich daran erinnern? Und da hast du Fußball gespielt? Fortuna Glückstadt. Fortuna Glückstadt, aha. Fußballer. Warst du ein guter Fußballer? Boah. Ich meine ja, aber andere sagen, so doll, das wäre nichts geworden. Doch war das. Ja, ich glaube, da war der Weg doch ein besserer, ne? Den du gegangen bist. Ne? War nicht schlecht, sagen wir mal. Nee, war nicht schlecht, gut. Kannst du dich an dein erstes Fußballspiel erinnern, wo das richtig so um Punkte ging? Oder habt ihr immer nur gedaddelt? Nein, wir haben viel im Außendeich gespielt, also hinterm Deich zur Elbe hin. Ja. Aber sonst waren schon Punktspiele, aber ich kann mich nicht daran erinnern, gegen wen das erste Punktspiel war oder ob ich nervös war. Ja. Na gut. Nach der Schulzeit hast du dann eine Lehre begonnen als Starkstromelektriker. Ja, aber in deiner kleinen Blomschen Ecke war da gar kein. Nein, bei der Firma Temming. Ich wollte eigentlich Elektroingenieur werden. Ja. Wollte zur Ingenieurschule. Dann hat sich das nachher anders ergeben, dass ich aus sportlichen Gründen nach Leverkusen gegangen bin, weil man da wesentlich bessere Trainingsmöglichkeiten hatte. Ja. Und dann wurde es mit dem Elektroingenieurstudium schwieriger, weil man musste unheimlich viele Praktikantenzeiten in Nordrhein-Westfalen haben, was man hier in Schleswig-Holstein nicht brauchte. Ja. Und dann habe ich einen alten Traum von mir wahrgemacht, bin zur Sporthochschule nach Köln gegangen. Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Da kommen wir gleich noch zu. Bleiben wir nochmal bei der Leichtathletik. Mit 19 wurdest du Deutscher Meister im Zehnkampf. Juniorenmeister. Juniorenmeister, ja. Das war ja schon der Wechsel vom Fußball zur Leichtathletik. Aber ich meine, so um Zehnkampf zu machen, das geht ja nicht so ohne weiteres, wenn man Fußballer ist. Und zwar, ich denke mal, Laufwettbewerbe schon, aber diese ganz speziellen Hochsprung und Stabhochsprung, das sind ja technische Disziplinen. Sicher, da braucht man ein bisschen Zeit, um das
in den Griff zu bekommen. Aber ich war, ich habe einen Bekannten gehabt, der richtete Bezirksmeisterschaften aus. Und die waren in Glückstadt. Ja. Da habe ich gesagt, da möchte ich mal mitlaufen. Weil ich in der, dann habe ich gesagt, ich war in der Schule, in der Klasse früher immer der Schnellste. Dann lachen die Leichtathleten schon, wenn einer das sagt. Ja. Und dann hat er mich ein paar Tage vorher gefragt, willst du tatsächlich mitmachen? Ja, sag ich, will mitmachen. Und dann bin ich gleich 11:02 gelaufen. Sehr schnell für. Ne? Ja. Ja, im ersten Lauf glaube ich 11:07, im zweiten 11:04, im dritten 11:02 im Endlauf. Und dann hat haben die Leichtathleten gesagt, du musst jetzt trainieren. Dann habe ich im Winter ein bisschen trainiert. Und dadurch, dass so, das gab viel Mannschaftswettbewerbe früher, da wurden viel Disziplinen, da musste jeder ran, um da Punkte zu machen. Ja. Schon hat man sich mit allen Disziplinen beschäftigt. Und wenn man dann merkt, man kann ein Ding nicht ordentlich, aber viele Dinge einigermaßen, bist du automatisch Mehrkämpfer. Ja. War denn, ich kann mir vorstellen, dass die technische Disziplin Stabhochsprung möglicherweise von der Vorbereitung her oder vom Training das Schwierigste war, oder? Das ist das Schwierigste, ja. Vor allem, man ist ja früher auch noch im Sand gelandet, nicht ja, wie heute auch ja, schon. Ja. Dann bist du schon mal verdwaddelt runtergekommen. Aber das war schon eine schwierige Angelegenheit. War ne? schon, ja, sicher. Aber es ist natürlich interessant, macht Spaß, wenn ja. du das einigermaßen beherrschst. Ja, ja. Naja, und dann hattest du ja auch Spaß dann und hast das dann natürlich auch dann auch richtig wahrgenommen. Ja, nicht? Ja. Wann, irgendwann wurde dann Bayer Leverkusen, du hast es zwar eben schon mal angesprochen, irgendwann mal auf dich aufmerksam. Wie kommt sowas? Ich bin durch Zufall mit einem Jugendfreund vom ehemaligen Sozialminister Eisenmann, der Sohn, der trainierte nach Plänen von Bert Sumser, dem Leverkusener Trainer. Ja. Und mit dem habe ich so eine Urlaubreise nach Frankreich gemacht. Und dann hat er so eine Zwischenstation in Leverkusen gemacht. Da habe ich dann mal mittrainiert. Und da hat der Trainer da, der Bert Sumser, gesagt, Mensch, willst du nicht bei uns trainieren? Ja, ja. Dann habe ich gesagt, ja. Habe ich mir das überlegt. Ist natürlich nicht so einfach, von zu Hause weg. Nee. Aber meine Mutter war dann auch ganz alleine. Mein Vater ist im Krieg gefallen. Ja. War keine leichte Entscheidung. Das glaube ich. Bei Leverkusen hast du dann aber, oder mit Leverkusen, auch einige Titel geholt dann, ne? Ja, wir haben ja, da wurde auch Mannschaftswettbewerbe ganz groß geschrieben in Leverkusen. Da war eine sehr gute Leichtathletikabteilung und sehr gute Trainingsbedingungen. Und dann wurde ich auch gleich im zweiten Jahr deutscher Meister bei den Erwachsenen, sodass das also einigermaßen lief. Nur waren die Konkurrenz war in Deutschland sehr groß. Es gab unheimlich viel gute Zehnkämpfer. Und wenn man sich, also da zum Beispiel, ich habe mich qualifiziert für die Europameisterschaften und da musste man schon aufpassen, dass man überhaupt mitkommt. Das war nachher zu Tokio, zu den Olympischen Spielen nicht besser. Ja. Auch da war die Truppe sehr stark und sehr groß. Dann gab es auch noch Ost-West-Ausscheidungen. Ja. Wo das denn hopp oder top ging. Wenn du dich da verletzt hättest, hättest du mit Abstand der Beste sein können, wäre es aber nicht mitgekommen. Aha. War das dann doch nicht so stark damals, die Zehnkämpfer? Die Westdeutschen. Die Westdeutschen waren nicht stark, weil du brauchst ja nur eine Zerrung holen. Ja. Bei irgendeinem Lauf, dann bist du ausgeschieden. Dann passiert nichts mehr. Dann passiert nichts mehr. Dann sind Olympische Spiele ade. Ja. 50 Jahre ist das ja, Willi. 1964, richtig, ja, ne? Ja, das ist richtig. 50 Jahre das her. Das war dein Jahr. Hattest du da so ein bisschen mit spekuliert oder nein, ich wusste, macht man dass, das? Ich wusste, dass ich eine Medaille machen konnte. Ja. Ein Chinese aus Taiwan war eigentlich Favorit. Aber der hat dann nicht seine besten Leistungen abgerufen. Wenn andere Fehler machen, ja. dann wird es leichter zu das gewinnen. Ist im Sport so, ja. ne? Und also für mich war das Wichtigste überhaupt teilnehmen. Ja. Das war also unser Traum. Ja. Denn wenn ich so ein Fluch nach Tokio, das damals, das wäre, als wenn du mich heute zum Mond schickst. Ja. So ein Abenteuer war das für uns ja. in Gedanken.
Und das ist schon, wenn man sich vorstellt, wir sind hier jetzt gerade beim Fernsehen. Der Fernsehfilm, der in Tokio gemacht wurde, wurde mit dem Flugzeug nach Deutschland gebracht, entwickeln und dann gesendet. Ja. Wenn ich das heute einem jungen Mann erzähle, dann sagt er, das kann doch nicht angehen. Ja, ja, solche Radio gab es aber schon. Das ist aber toll, sagen die denn. Ja. Ja, also das war schon eine andere Zeit noch. Ne? Ja. Ein Traum ging in Erfüllung, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Das war also mehr als ein Traum. Mehr als ein Traum, ja. Ne? Ja. Naja, das ging ja immer auch eigentlich um 6 Sekunden. Ne? Denkst, ist das so, Willi, kann ich mir vorstellen, wo es letztendlich drauf ankam, auf den Lauf, mit den Sekunden. Wusste es ja, letzte, das muss ich. Ja. Wir wollen nun nicht über dieses Bild sprechen, was seit 50 Jahren überall gesendet wird. Das weiß ja auch das jeder. Das war marketingtechnisch ja nicht schlecht. Nee, das war das auch nicht. Das ist wohl wahr. Ja. Das ist richtig. Aber denkst du oft dran an die 6 Sekunden? Sicher. Das ist ja gar nichts. Das nicht? Problem ist, der Russe, der aus Tallinn kam, Rheinauen, der war ein sehr guter 1500-Meter-Läufer und ich ein sehr relativ schlechter. Ja. Jetzt wusste ich ja, also wenn der richtig ernst macht, dann musst du zusehen, dass du auch das Letzte rausholst. Ja. Und naja, dann habe ich mich mit meinem Mitstreiter Joachim Walde, der nachher Dritter wurde, verabredet. Wir ziehen uns gegenseitig. Aber nach einer Runde war der Auen schon so weit weg, dass ich schon einen Schreck kriegte. Ja. Ne? Ja. Vielleicht ist er ja zu schnell angegangen. Vielleicht war das nicht so schlecht. Aber hat dann doch geklappt. Hat noch geklappt. Ja. Schöne Sache, ne? Ja. Das ist natürlich ein Ereignis im Leben, was man gar nicht hoch genug ansiedeln kann. Wie ich im Ziel war, wusste ich auch nicht, dass ich gewonnen hatte. Ja, das glaube ich. Ja, ich habe an der Erde gelegen, habe ich hochgeguckt. Da lachte mein Trainer. Da habe ich gesagt, wenn der lacht, wirst du ja nicht verloren haben. Ja, hast du nicht gedacht, dass er dich ausgelacht hat, ne? Nee. Dass du jetzt gefallen bist. Oder? Ja, aber da hattest du gespielt, so, das ist es. Geklappt, ja. Das ist es, ja. Danach hast du ja sehr viel gemacht. Ich habe gelesen, du warst ein Makler, du warst Trainer bei Bayer Leverkusen, hattest dann aber auch dein Sportdiplom noch nachgeholt. Ja. Das war ja eine sehr aufregende Angelegenheit, ne? Ja, als Makler kann ich mir vorstellen, warst du ein guter Mann, ne? Ja, also da war ich nicht der Schlechteste. Nee. Und trotzdem Trainer, ging das alles so miteinander gut? Nein, das bin ich erst hinterher gewesen. Ach so, hinterher erst. Die Leverkusener haben mich dann als Trainer wieder, Makelt habe ich in Bad Homburg. Und die Leverkusener haben dann gefragt, ob ich nicht als Trainer arbeiten würde. Und dann habe ich da auch nebenbei am Gymnasium Sport unterrichtet in Leverkusen. Ja. So hat sich das entwickelt. So hat sich das entwickelt, ja. Dann kam auch noch eine andere Zeit, ich habe mir so gerne gesagt, nun wird es mal richtig kalt. Jetzt haben wir gerade Olympische Spiele und du hast ja auch keine Olympischen Spiele gemacht, aber damals der Horst Floth, der wurde auch die aufmerksam, dass der war ja nur im Zweierbob oder auch im Viererbob? Auch im Viererbob. Ah, die wurden damals, heute ist es glaube ich nicht mehr so, ne? Doch, die sind. Waren immer noch Zweier und Vierer. Ja. Ah ja. Der wurde auf dich aufmerksam, weil du so schnell warst, oder? Naja, das war in der Schweiz, hat er ein Leichtathlet den Bob gut angeschoben. Und da sind die Deutschen dann auch wach geworden, haben gesagt, wir müssen was unternehmen. Und der hat mich dann. Ich habe erst bei einem anderen noch gefahren, nicht bei Flo, der ist. Ach so. Bei einem anderen. Und dann sind wir sehr gut gefahren in Königssee. Und dann hat sich der Bremser, nennt sich das, der eigentlich anschiebt. Ja, ja. Der soll eigentlich gut anschieben, aber wenn der sich eine Verletzung holt, der holte sich eine Verletzung. Und da hat der Flo mich angerufen, ob ich nicht nach Cervinia kommen kann zu den Europameisterschaften. Und da bin also ich ein bisschen. Bin ich noch ein bisschen Zufall. Ein bisschen Schiss war auch dabei, ne? Nee, der Schiss hatte ich erst, also ich bin einmal runtergefahren, da wollte ich nicht mehr. Ja. Aber das wusste der Fahrer schon. Er hat gesagt, nee, wir fahren sofort nochmal runter. Ich sage, nein, morgen, nein, sofort. Ja. Also wenn du dazu kommst, wenn die dort um die Kurve fahren, dann kriegst du schon Schiss. So ist es. Aber wenn du das ein paar Mal gemacht hast und sitzt richtig, dann ist das nicht so schlimm. Ja.
Aber ich habe mir gesagt, ach gut, Schnelligkeit war ja damals auch sehr wichtig, aber so ein Bob ist ja auch nicht gerade leicht und du warst ja auch nicht gerade so ein Ja, ich kräftiger Junge, war oder ich war doch? schwer, ich wog 2 Zentner damals. Doch, Ja. tatsächlich. Ah ja. Und war nie, bei 1,82 war das, war schon, ne? Ja. Ach so, war das eigentlich der ideale Mann, ne? Das war Aber für dich nochmal. ja nun völlig neues Gebiet, ne? Ja, sicher, ne? Aber Ja. es geht. Ist auch an Sprinten ist das. Ja. Dann kam noch eine neue Variante. Ich meine, du hast ja sehr viel gemacht, das ist ja unglaublich. Du musstest aber jetzt erstmal so ein Studium machen, Willi, oder ein Diplom machen, um jetzt in den Fußball zu kommen. Das habe ich Wir reden ja immer von Fortuna Fußball, das Köln, habe ich ne? während meines Sportstudiums gemacht. Ja. Als ich aus Tokio zurückkam, habe ich Sepp Herberger getroffen auf einer Messe in Köln. Und der hat gesagt, Sie kommen ja doch vom Fußball. Ja, sage ich. Ja, wolle Sie nicht Fußballtrainer machen? Beim Weißweiler. Ja, Ah, sage ich, guck Mensch, der Lehrgang, der läuft schon 3 Monate. Das regel ich, hat er gesagt. mal. Und dann habe ich mich angemeldet und die Prüfungen, die man machte fürs Diplom-Sportlehrerstudium, die zählten auch beim Fußballlehrer, Ah, ja. Pädagogik, Psychologie, die brauchte man nicht extra machen. Ja. Ne? Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich mit dem Weißweiler auch gut verstanden. Hennes, ja. Ja. Das, und danach warst du dann 73, 74, glaube ich, ne? Danach habe ich in Bad Homburg, wo ich da als Makler tätig war, eine Fußballmannschaft trainiert, SG Ja. Obererlenbach, und auch gespielt da. Ja. Ich habe den Vereinsvorsitzenden in Verdacht gehabt, dass er mich nur geholt hat und mir den Maklerposten da besorgt hat, damit ich Fußball spiele bei ihm. Ach Und dann bin ich ja wieder nach Leverkusen zurück und habe 1970 angefangen, bei der Firma Adidas zu arbeiten. Im Ach, da waren Verkauf die, da waren, ach so. Und Sportlerbetreuung. Ja, Dann ja. habe ich den Job bei Bayer aufgegeben und den Job an der Schule aufgegeben und habe für die Firma Adidas im Verkauf und Sportlerbetreuung. Und bei der Sportlerbetreuung habe ich dann auch Fortuna Köln betreut. Ach so. Löhring war damals der Präsident. Ja. Und der hatte dann seinen Trainer rausgeschmissen und er hat das selbst gemacht, der ein Aha. paar Monate. Ja. Und dann rief er mich an, sagte er, du musst die Mannschaft unbedingt trainieren. Ich sagte, das lässt meine Firma nicht zu. Ne? Ja. Das war natürlich meine Ausrede, weil ich das auch nicht wollte. Ja. Ja. Und dann, ja, sag ich, das kriegen wir nicht hin. Und dann war Sportpressefest in Dortmund. Da war der Juniorchef von Adidas mit dabei. Da hat der Löhring den so lange bekniet, bis der abends der Juniorchef zu mir sagte, so Holdorf, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt machst du das. Und da hatte ich das Ding an der Hacke. Da hat Ja, er dann eine ja, Hacke. ja. Ja, da wollte ich dich jetzt auch gerade nachfragen, aber das ist ja vorweggenommen. Da bist du dann, da Uwe war ja auch schon zu der Zeit da. Ja, Und da waren wir auch schon da befreundet. war der schon befreundet. Ja. Auch vor der Vor der, Adidas-Zeit schon. ja. Vor der Adidas-Zeit schon, naja. Machst du immer noch was für Adidas? Ja, ich bin aber freiberuflich Ja, jetzt. ja. Als noch Repräsentant oder Ja. nicht mit dem Verkauf oder Nee, im Messe oder Verkauf so. nicht, nein. Ah. DOSB, Ja. Sporthilfe und Deutscher Leihligverband habe ich nichts zu Aha, tun. ja. Aber du warst ja auch mal in deutschen Häusern bei Weltmeisterschaften und Olympiaden warst du auch mal mit, meine ich, Ja, oder? da bin ich Vertreter von Adidas Ach, als gewesen. Adidas, ja. Adidas ist Sponsor beim, damals war es das NOK. Ja. Und die haben extra eine Marketinggesellschaft, Deutsche Sportmarketing. Und da ist Adidas einer von mehreren Großsponsoren. Ja. Und die veranstalten denn das Deutsche Haus und finanzieren das auch. Und da ist dann einer von jeder Firma immer Vertreter. Aber heute nicht mehr. Nein, das letzte Mal war ich in London. Ach, in London. Ja. Aha. Aber jetzt wäre ja auch nicht schlecht gewesen, nicht, Nee. oder? Ja, sicher, aber. Aber es gibt es immer noch. Die deutschen Ja, Häuser gibt es immer gibt noch, es immer nicht? noch, ja. Aber wer hat das damals geleitet? War das nicht Bach oder wer war dafür zuständig? Nein, das war immer der Chef von der Deutschen Sportmarketing. Ach so. Aber oberster Chef ist natürlich immer der NOK-Präsident. Ja, Das war da ja, ganz zuerst ja, Dröger. ja. Deine Freundschaft mit Uwe Seeler, die gibt es, wie gesagt, die ist schon sehr, sehr lang und die war ja Ja. auch sehr, sehr tief und war eine schöne, war eine tolle Freundschaft. Ja. Ich habe das ja einmal erlebt, werde ich nie vergessen, zu deinem 50. Geburtstag.
bin ich auch da gewesen. Da war das in Molze irgendwo. Ja, im Bärenkrug. Im Bärenkrug. Und da Uwe da war, Uwe auch da, hat er auch eine ganz tolle Laudatio gehört, gehalten, was ich ihm eigentlich gar nicht zugetraut hatte. Aber das war ganz schön, war ich sehr überrascht. Aber aus der Zeit, wie gesagt, hast du dann, war dann der Peter Karg, der ja auch bei Eintracht Braunschweig damals spielte, der war nicht bei euch bei Adidas, ne? Doch, der war auch bei Adidas. Der war auch bei Adidas? Der hat Textilien verkauft. Ach so, aber da hat er irgendwann nachher mal gewechselt in eine andere Firma. Ja, in eine andere Firma gewechselt. Ja, aha. Willi, dann gab es die Schneeforscher. Aber vor den Schneeforschern, wir beide haben ja mal ein Fußballturnier gemacht. Das erste Fußballturnier überhaupt in der Osthalle damals noch. Ich sage immer noch Osthalle. Für mich ist es Osthalle. Was ja sehr schön war, mit viel Prominenz war er dabei. Franz Beckenbauer war dabei. Wolfgang Oberath, Seeler, Sepp Maier. Meiner war ein tolles Fußballturnier. Und wir hatten da so ein bisschen, oder du hast das so ein bisschen mit arrangiert durch deine vielen Freundschaften. Ergab sich das aus den Schneeforschern, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Da war ja auch der eine oder andere dabei, der uns so ein bisschen geholfen hat. Ich denke, die hört zu. Ja, Roman Köster. Roman Köster, ja. Die Schneeforscher sind ein bisschen danach gegründet worden. Ach, die sind danach gegründet worden? Ja. Erzählst du mal was über die Schneeforscher? Schneeforscher, ja, da ist ein Freundeskreis von Sportlern, haben sich getroffen in Obertauern zum Skilaufen. Und dann haben die gesagt, Mensch, das ist so schön, das müssen wir immer wieder machen. Dann haben wir gesagt, so, dann treffen wir uns mal im Sommer. Dann haben wir uns bei Uwe Seeler am Bauernhof in St. Peter-Ording getroffen. Ja. Da ist es denn offiziell gegründet worden. Jetzt sind wir einmal im Jahr in Obertauern und einmal zum Sommertreff. In letzter Zeit immer in Bad Griesbach. Da wird dann, weil die alle golfverrückt geworden sind, muss immer Golf gespielt werden. Ja. Nee? Und wer ist dann noch dabei? Da ist der Franz Beckenbauer dabei, Lugi Müller, Herbert Höfel, der Schwiegervater von Maria Höfel-Riesch. Ja. Das ist dabei Max Lorenz. Auch immer noch Max. Ja. Hat er da gerade seine Frau verloren? Ne? Erich Rebeck, ja. Erich, ja. Oh, den haben wir noch bekannt. Na, ist ja egal. Der Kurdirektor von Obertauern. Ja. Und Roman Köster nicht mehr? Doch, der entschuldigt. Ach, der ist auch immer noch dabei. Der wird traurig sein, dass ich ihn vergessen habe. Ja. Aber ich habe es ja nachgeholt jetzt. Ja, ich habe es ja nachgeholt. Ah, eine schöne Sache. Heute werde ich mir so viel getrunken, ne? Das ist also schon schlimm geworden, wie wenig getrunken wird. Tatsächlich? Ja. Ja, ich sage immer, wir trinken so in der Woche nicht so viel wie früher am Tag. Ja. Und es dauert nicht mehr lange, dann trinken wir in der Woche nicht so viel wie früher in der Stunde. Ja. Ja. Aber das ist ja vernünftiger. Das ist vernünftiger, ja. Aber das ist, glaube ich, altersbedingt, ne? Ja. Willi, ehrenamtliche Nebentätigkeiten hast du sicherlich heutzutage immer noch eine ganze Menge, ne? Ja, aber nicht so viel. Aber ich mache ja bei THW Kiel, war ich ja in der GmbH. Ja. Anfang der 90er Jahre. Am Anfang, das weiß ich voll, ja. Bis 2008, bis es umgestellt wurde. Ja. Da bin ich jetzt noch im Wirtschaftsausschuss. Ja. Bin da Kommanditist. Mhm. Und hab ich viel Spaß dran. Ja, doch, glaube ich. Was ich habe, wenn THW verlieren sollte, was Gott sei Dank selten ist, habe ich schlechte Laune. Tatsächlich. Was eigentlich auch nicht normal ist. Nee, das ist nicht gut. Nee. Ja. Das kommt zu selten vor. Aber es ist so. Gott sei Dank kommt es selten vor. Da hast du 90% immer gute Laune. Ja. 99%. 99%. Ach ja, die verlieren ja kaum. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Das ist ja schon bedenklich eigentlich, nicht? Für die Konkurrenz. Sie sind ja schon wieder Meister praktisch, nicht? Ob Flensburg jetzt verloren hat, ja. Ja, wollen wir hoffen. Aber es wird noch einige Spiele gespielt werden. Ja, sicher. Aber die sind ja so stark besetzt, das ist ja schon. Ich vergleiche immer beim Fußball mit Bayern München, ne? Ja. Bloß das Geld ist nicht so viel. Nein, sicher. Die Spieler kosten natürlich auch ein bisschen weniger. Kosten auch, ja. Ja, im Verhältnis richtig. Stimmt das wieder. Ja, ne? Aber trotzdem im Handball ja gegenüber früherer Zeiten viel, ne? Nein, wenn man sieht, was die Fußballer in der Champions League, welche Summen da bewegt werden, das ist ja astronomisch. Ja, das ist wohl wahr, ja. Alleine schon, die spielen doch gar nicht, dann haben wir die Kohle schon, dann das Viertelfinale, Halbfinale. Das ist natürlich gefährlich, wenn ein Verein sagt, so, wir kommen in die Champions League, investieren groß, schaffen das nicht, dann fehlt das Geld. Das ist Dortmund ja schon mal so gegangen. Ne? Eben. Und das ist natürlich gefährlich. Da kann ein Verein leicht weitergehen. Ja, ne? Ja, ist richtig, ja. Da hast du einige
Probleme gehabt, gesundheitliche Probleme, das hat man immer wieder gelesen, Willi, aber das sind nur Dinge, wo man dann auch nichts zu kann. Ach, musst du ein bisschen kürzer getreten jetzt? Oder, nein, ich habe, außer dass ich das jetzt. Das gibt sich ja langsam dann, ja, nicht? Die Knie kaputt habe. Ja. Vom Fußballspielen und vom Tennisspielen. Ja. Geht es mir sehr gut, muss ich sagen. Hast du sonst ein Hobby? Ich meine, du hast ja mal Golf gespielt, das weiß ich. Ja, aber hab beim Golf nicht so viel Spaß. Jetzt hat nicht meine, so viel? Meine Frau hat jetzt wieder mit Golf angefangen vor ein paar Jahren. Jetzt muss ich wieder. Ach, jetzt musst du mit? Ja, muss ich mit. Ja. Aber als Caddy, oder? Nein, richtig. Der richtig, muss richtig mit? Spielen. Oh, das ist 18 Loch, ist da 3-4 Stunden. Das, ja, das ist eine ganz schöne Tour, ne? Vor allem, wenn du nicht gut spielen kannst. Ich war früher mal ganz gut. Und wenn das dann nicht mehr so klappt, macht das natürlich keinen Spaß. Dann kannst ganz du dir schön vorstellen. Ne? Nee, nee. Wenn man überall gut sein will und das klappt nicht, dann. Ne? Ja, das glaube ich gerne. Ja, so ein Loch zu treffen ist auch nicht so einfach, ne? Nee. Und dann die, und wenn ich dann im Ausland bin und soll noch dafür bezahlen, noch riesige Summen, dafür, dass ich mich ärgere, dann hat meine Frau das schwer, mich zu überreden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Willi, ein schönes Gespräch mit dir, da habe ich mir das auch vorgestellt. Gibt es in deinem Leben irgendein, ich nenne es immer so mal so Highlight, irgendein Highlight, also außer Olympia jetzt, woran du des Öfteren schon mal oder manches Mal dran denkst, Mensch, das war eigentlich eine tolle Sache. Also ich sag mal, die Geburt meiner Söhne war für mich was Besonderes, was ganz Besonderes. Ja. Und besonders war für mich auch die Ost-West-Ausscheidung in Jena, wie ich die gewonnen hatte und wusste, das geht nach Olympia. Das war also damals noch mehr wert, glaube ich, als direkt der Olympiasieg. Weil das war also das größte Ziel, mal mitzumachen. Ja, schöne Sachen. Hm. Ja, Willi, dann kann ich nur sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Warum? Ja. Das, hey, lass mal schnacken. Ja. Und ich, als Lüttenjung, habe ich nur Platschnack. Ja. Ich kann gar kein Hochdeutsch. Nee. Und du schnackst mit mir immer die ganze Zeit Hochdeutsch. Ja. Als ich zur Show kam, konnte ich noch gar nicht mir und mich unterscheiden. Ja, da glaube ich. Mein und dein ging natürlich. Ja, wir haben darüber schon mal gesprochen hier. Lass mal schnacken, das ist eine Idee von Dirk Norman. Der Titel, der sollte irgendwann schon mal gemacht werden früher. Und ich habe ihn jetzt übernommen, da habe ich gesagt, gut, mache ich das. Ja, wir haben überlegt, wir könnten das Ganze natürlich auch gerne auf Platt machen. Ja, das können die nur meisten aber, natürlich du nicht weißt, verstehen. Plattdeutsch versteht heute kaum mehr jemand. Deswegen haben wir gesagt, gut, wir machen das hoch. Ja. Wir haben ja einige Gäste hier gehabt, wo sich das dann mal automatisch ergeben hat. Mhm. Peter Harry Kastner zum Beispiel. Da war eine ganze Zeit auch mal mit Platt und das ist schon ganz gut so. Ja. Aber das geht nicht. Wir wollen das gern, aber das können wir nicht morgen. Nee. Willi, schön, dass du da warst. Ja. Alles ganz herzlichen Dank. Nee? Ja, Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Aber wir haben früher schön Fußball gespielt zusammen. Ne? Ja. Nicht besonders gut, aber wir haben viel Spaß gehabt. Ja, wir waren über die Lustigsten. Ich finde, das ist das Wichtigste, dass genau man Spaß so hat. Ne? Genau. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder auf dem gelben Sofa. Schön, dass Sie dabei waren. Im nächsten Monat habe ich zwei Sportlerinnen, können sich darauf freuen, Ellen und Edith Wetzel waren mal Europameister im Tischtennis und Edith im Einzel. Das ist im nächsten Monat, aber Sie können es in der Presse nachlesen, wann es übertragen wird. Schön, dass Sie dabei waren. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.